Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Urwahl der Grünen war viel mehr als einfach nur die Entscheidung zwischen Kandidaten. Der Sieg von Katrin Göring-Eckardt könnte die Partei auf neue politische Wege führen. Unsere Tagesthemen. Spitzenkandidaten, Überraschung bei grüner Urwahl. Spitzenpersonal, Spekulation um Rücktritt des CIA-Chefs und Spitzentreffen. Bayern München empfängt Frankfurt. Mit Jürgen Trittin als neuem Spitzenkandidaten hatten viele gerechnet. Doch Katrin Göring-Eckardt, die frühere Fraktionschefin, die zuletzt als Vizepräsidentin des Bundestages keine große politische Rolle mehr gespielt hatte, als zweite Gewinnerin, bis heute undenkbar. Göring-Eckardt ist keine Lautsprecherin wie Parteichefin Roth oder Fraktionschefin Künast. Sie ist eine Kirchenfrau, eine bürgerliche und damit, ähnlich dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann, vielleicht auch wählbar im eher konservativen Milieu. Ist Grün das neue Schwarz? Claudia Roth sieht jedenfalls heute ziemlich blass aus. Oliver Köhr. So sehen Sieger aus, zumindest parteiinterne Sieger. Jürgen Trittin, das war irgendwie schon klar, dass er dabei sein würde. Aber an seiner Seite hatten viele in der Partei und auch außerhalb eher Claudia Roth gesehen. Jetzt ist es so etwas wie ein Gegenmodell zu Roth geworden. Katrin Göring-Eckardt ist eine zurückhaltende, fromme Frau der leisen Töne mit einem klaren Angebot für die Bundestagswahl. Wir wollen die Regierung Merkel ablösen und deutlich machen, es geht jetzt um Grün oder Merkel. Seit der Wende in der DDR engagiert sich Katrin Göring-Eckardt politisch, sitzt im Landesvorstand von Bündnis 90 in Thüringen. Bei den Grünen im Bund bringt sie es 2002 bis zur Fraktionsvorsitzenden. Zurzeit ist sie Bundestagsvizepräsidentin und hat Spitzenämter in der evangelischen Kirche inne. Die 46-Jährige vertritt den bürgerlichen Reformflügel im Gegensatz zu Jürgen Trittin. Der 12 Jahre ältere Partei Linke gilt als gewiefter Taktierer. Wenn ich die Online-Medien jetzt richtig verfolge, wird das ja zum Teil so zusammengefasst, das Ergebnis wäre, gewählt werden Mutter Teresa und Darth Vader. Bist du Mutter Teresa? Für diese Rolle kommt auch er wohl nicht in Frage. Trotzdem, mit Steinbrück und der SPD wollen die Grünen eine Regierung bilden. Der Kanzlerkandidat freut sich über das gerade gewählte Spitzenduo. Beide ergänzen sich, wie ich glaube, fantastisch. Und die SPD wird sich freuen, mit den beiden zusammenzuarbeiten. Erstmal müssen jetzt Göring-Eckardt und Trittin lernen, zusammenzuarbeiten. Bei den alltäglichen Dingen klappt es schon ganz gut. Und da ist die Überraschungssiegerin des Abends. Guten Abend, Frau Göring-Eckardt. Frau Miostra, guten Abend. Nach diesem eindeutigen Ergebnis müssten Sie doch eigentlich auf dem Parteitag nächste Woche für den Vorsitz kandidieren. Nein, ich habe mich als Spitzenkandidatin beworben und was anderes will ich auch nicht, sondern es geht darum, ein Amt auf Zeit zu haben, die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl. Darauf freue ich mich und da will ich auch alle Kraft reinstecken. Und Sie sind jetzt ein sehr wichtiges Aushängeschild geworden. Wohin rücken denn die Grünen mit Ihnen? Noch weiter in die bürgerliche Mitte? Na, sie rücken erstmal sozusagen nach wie vor in Richtung Grün. Ich glaube, das ist das Thema, dass wir als Zukunftspartei, als Partei, die Sache der nächsten Generationen im Blick hat, in diesen Wahlkampf ziehen. Und ja, sicherlich ist damit auch deutlich geworden, wir wollen die bürgerliche Mitte, wenn man sie so nennen will, niemand anderem überlassen, sondern das sind Leute mit Lebensentwürfen, die mit gesellschaftlichem Zusammenhalt, mit Verantwortung füreinander zu tun haben. Die haben in der letzten Zeit zum Beispiel in Baden-Württemberg, zum Beispiel in Stuttgart Grün gewählt. Und ich hoffe sehr, dass sie das auch bei der Bundestagswahl tun. Wir kennen Sie bisher eher als die Frau der leisen Töne. Können Sie als Spitzenkandidatin auch Marktschreierin? Ich kann jedenfalls Marktplatz und ich glaube, darauf kommt es an. Aber ich werde mit meinem eigenen Stil Wahlkampf machen. Das heißt sachorientiert. Das heißt ganz klar sagen, was wir wollen, was unsere Konzepte sind. Auch die Fehler der anderen auf den Tisch legen. Aber ich glaube, dass diese Politik der Sachorientierung, der klaren Worte, aber eben auch des Zuhörens und des Anschließens an die Probleme, die die Leute im Alltag tatsächlich haben, etwas ist, was in der Politik zurzeit auch Mangelware ist. Und ich hoffe, dass ich dafür gut stehen kann. Sie stehen in der Partei auch für soziale Gerechtigkeit. Wie gefällt Ihnen eigentlich, dass Ihr potenzieller Koalitionspartner, die SPD, mit einem Bilderbuch-Kapitalisten in den Wahlkampf zieht?
Also zunächst mal ist es ja Sache der SPD, mit wem sie in den Wahlkampf zieht. Und wir machen einen grünen Wahlkampf. Aber ganz klar ist, es kommt ja nicht darauf an, was jemand für ein Einkommen hat oder was er auf dem Konto hat, sondern welche Politik er vertritt. Und da muss man sagen, in der Sozialpolitik ist es so, dass wir mit der deutschen Sozialdemokratie an vielen Stellen Berührungspunkte haben, wenn es beispielsweise um sowas wie den Mindestlohn geht oder den gleichen Lohn für Frauen und Männer. Auch die Frauenquote, ein Thema, wo wir einig sind oder wo wir nah beieinander sind. Insofern, es kommt aufs Programm an und nicht auf die persönlichen Einkommensverhältnisse. Aber Sie wollen ja auch regieren. Das ist ja erklärtes Ziel. In den Umfragen sieht es für die SPD gerade nicht so gut aus. Haben Sie sich vielleicht zu früh festgelegt? Nein, ich glaube nicht, sondern es geht ja um die Frage, ob man inhaltliche Übereinstimmungen hat und ob man darauf eine gemeinsame Regierung aufbauen kann. Und wir haben jetzt ein Jahr Zeit und dieses Jahr werden wir nutzen. Und wir werden als Grüne versuchen, dass wir deutlich zulegen in diesem Wahljahr, in diesem Wahlkampf. Und die SPD wird das ihre tun. Und dann hoffe ich, dass wir es auch gut hinbekommen, gut zusammenbekommen, sodass wir die Regierung tatsächlich ablösen können. Wenn das klappt mit der SPD, dann wird Steinbrück Kanzler und nach der Quote eigentlich ja zwingend Katrin Göring-Eckardt die Vizekanzlerin und nicht Jürgen Trittin. Lassen Sie uns darüber reden, wenn die Bundestagswahlen vorbei sind, dann nehmen wir das Fell des Bären und dann können wir auch über die Ämter reden, die dann zu verteilen sind. Katrin Göring-Eckardt neben Jürgen Trittin, Spitzenkandidatin der Grünen für den Bundestagswahlkampf. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Und das Gespräch habe ich heute am frühen Abend geführt, weil sich Katrin Göring-Eckardt noch den neuen Bond-Film Skyfall ansehen wollte. Zu der Frau, die für nicht wenige heute selbst vom Himmel fiel, nun der Kommentar von Hans Jessen von Radio Bremen. Jürgen Trittin und Katrin Göring-Eckardt. Nie und nimmer wäre dieses Führungsduo bei den traditionellen Entscheidungsverfahren, Stichwort Hinterzimmer, zustande gekommen. Der Westlinke Trittin und die Ostreformerin Göring-Eckardt, das sind schon sehr unterschiedliche Positionen im grünen Spektrum. Dass die Parteibasis beide gemeinsam an der Spitze sehen will, enthält klare Botschaften. Erstens, die Grüne Partei beansprucht Raum im linken wie im bürgerlichen Lager gleichermaßen. Zweitens, sie verbindet politische Kontinuität, 70% für Trittin, mit dem Wunsch nach Erneuerung. Auch Erneuerung im politischen Stil. Katrin Göring-Eckardt wirkt oft ruhiger als ihre unterlegenen Konkurrentinnen und sie ist jünger. Drittens, die Grüne Partei sagt ihrer eigenen Vorsitzenden Claudia Roth in aller Klarheit, als Spitzenkandidatin wollen wir dich nicht. Ob Claudia Roth da noch Vorsitzende sein mag, wird sie vielleicht morgen erklären. Mit einem solchen Bündel an Botschaften und Aufträgen agiert die Grüne Basis als handlungsfähiger Souverän. Sie bringt zustande, was Kungelrunden nicht schafften. Dass eine Partei Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl per Urwahl bestimmt, ist neu. In dieser Hinsicht haben die Grünen ein Stück Demokratie- und Parteiengeschichte geschrieben. Hans Jessen kommentierte. Wichtige Personalentscheidungen gab es heute auch bei den Sozialdemokraten. In Rheinland-Pfalz hat Ministerpräsident Beck seinen politischen Rückzug eingeleitet. Die Nachricht mit Susanne Daubner. In Mainz hat Beck den Vorsitz der Landes-SPD an Innenminister Lewenz abgegeben. Seine Nachfolgerin im Regierungsamt soll Sozialministerin Dreyer werden. Die Delegierten wählten Beck zum ersten Ehrenvorsitzenden der Landes-SPD. In seiner Abschiedsrede räumte er Fehler ein, etwa bei der Pleite des Nürburgrings. Dreyer soll im Januar als Ministerpräsidentin gewählt werden. Sie wurde einstimmig nominiert. Lewenz erhielt 95,3% der Stimmen. Tausende Menschen haben in mehreren deutschen Großstädten für bezahlbaren Wohnraum demonstriert. Wie hier in Hamburg kritisierten die Veranstalter, dass immer weniger Menschen die steigenden Mieten bezahlen könnten. Besonders betroffen seien Auszubildende, Studenten, Arbeitslose und sozial Benachteiligte. So stiegen in Berlin, Hamburg und Freiburg die Mieten im vorigen Jahr um mehr als 7%, mehr als doppelt so stark wie im Bundesdurchschnitt. Der Generaldirektor der BBC, Entwistle, ist zurückgetreten. Damit zog er die Konsequenz aus dem Missbrauchsskandal um den verstorbenen Moderator Jimmy Savile. Seit dessen Tod vor einem Jahr verdichten sich Hinweise darauf, dass er in mehreren hundert Fällen Kinder missbraucht haben soll. Ein Fernsehbericht darüber war vor der Ausstrahlung gestoppt worden. Vor einer Woche hatte ein BBC-Beitrag in diesem Zusammenhang Vorwürfe gegen einen ehemaligen Politiker ausgelöst, die sich inzwischen als falsch herausstellten.
Bei einem Schusswechsel an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel sind nach palästinensischen Angaben mindestens 5 Menschen getötet und etwa 30 verletzt worden. Israelische Panzer nahmen Gebiete im Osten von Gaza-Stadt unter Feuer, nachdem zuvor palästinensische Extremisten ein Armeefahrzeug mit einer Rakete beschossen hatten. In den vergangenen Wochen waren immer wieder Sprengstoffanschläge gegen israelische Truppen an der Grenze zum Gazastreifen verübt worden. Im Süden Syriens haben Regimegegner nach Angaben aus Oppositionskreisen einen Anschlag auf Militäreinrichtungen verübt. Bei der Detonation zweier Autobomben in der Stadt Daraa sind demnach etwa 20 Soldaten getötet worden. Laut Opposition lieferten sich Regierungstruppen und Aufständische nach dem Anschlag weitere Kämpfe. Die Internetdienste von Google waren gestern in China komplett gesperrt. Nicht nur die Suchmaschine, sondern auch E-Mail-Dienst und Landkarten waren in ganz China nicht zu erreichen. Offenbar steht die Blockade im Zusammenhang mit dem Parteitag der Kommunisten. Normalerweise sind in China bei Google einzelne politische Suchbegriffe zensiert. Internationale Netzwerke wie Facebook und Twitter sind seit Jahren blockiert. Der Geheimdienstchef der Vereinigten Staaten wurde selbst zum höchsten Sicherheitsrisiko für die USA und musste deshalb zurücktreten. CIA-Chef David Petraeus hatte eine Beziehung zu einer 20 Jahre jüngeren Frau, seiner Biografin. Jetzt wird ein weiteres, vermutlich letztes Kapitel über ihn geschrieben. Was genau auf diesen Seiten aber steht, ist noch nicht bekannt. Manche wollen von der Affäre des Top-Spions, der eigentlich als Mr. Disziplin gilt, schon lange gewusst haben. Weshalb Petraeus dann jetzt plötzlich über seine Liebesbeziehung stolpert, dazu Marion Schmickler. Die Geschichte klingt wie aus einem Spionage-Thriller. Der Chef der US-Agenten, der Held, hochdekoriert nach seinen erfolgreichen Missionen im Irak und in Afghanistan. König David, wie seine Offiziere ihn nannten, hält sich für unfehlbar. Sie, die fürsorgende Ehefrau und Mutter, fast 40 Jahre hält Holly Petraeus ihm den Rücken frei. 24 Mal zieht sie um mit ihm. Alles für seine Karriere. Und dann soll sie ins Spiel gekommen sein. Paula Broadwell hat Petraeus in Afghanistan begleitet, eine Biografie über ihn geschrieben. Jung, schön, sportlich, so präsentierte sie sich in Shows. Beim Joggen habe sie seine menschliche Seite kennengelernt, erzählte sie damals stolz. Ich dachte, ich fordere ihn heraus. Das war die Basis für unsere Zusammenarbeit. Diese Konstellation kennt kein Happy End. FBI-Agenten decken die Affäre auf. Zufällig wohl sind sie über E-Mails gestolpert. Der amerikanische Held stürzt über eine Liebesaffäre. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als zurückzutreten. Das wird irgendwann herauskommen, war den CIA-Direktoren klar. Und man kann nicht von seinen Mitarbeitern erwarten, dass sie Standards erfüllen, an die sich ihr Boss nicht hält. Der Chef der Spione, ein Sicherheitsrisiko. Wer selbst Geheimnisse hat, macht sich erpressbar. Obama verliert damit ausgerechnet in den ersten Tagen nach der Wahl einen seiner angesehensten Köpfe. Petraeus galt als großer Hoffnungsträger, wurde sogar als Verteidigungsminister gehandelt. Das ist eine Tragödie für General Petraeus und ein großer Verlust für unser Land. Dieser Mann ist ein außergewöhnliches Talent. Musste Petraeus wirklich nur wegen einer Affäre gehen, fragen sich jetzt viele in Washington. Zumal er zuletzt mächtig in die Kritik geraten war, wegen der ungeklärten Rolle des CIA beim Anschlag auf das US-Konsulat in Benghazi. Noch gibt es keinen Hinweis auf einen Zusammenhang, doch noch sind auch nur wenige Details bekannt. Die pikantesten in diesem Thriller dürften noch ausstehen. Wenn gegen einen direkten Konkurrenten ein Sieg gelingt, dann nennt man das im Sport Big Points. Und exakt solche Big Points haben heute die Bayern gemacht. Denn auch wenn Gegner Frankfurt ein Aufsteiger ist, bis jetzt war die Mannschaft durchaus ein ernstzunehmender Rival, Andreas Kecken. Ja, das waren die Frankfurter auch heute, muss man sagen, im direkten Vergleich. Die Eintracht hat den Bayern 3 Tage nach deren 6:1 Gala-Vorstellung der Königsklasse gegen Lille das Leben doch einigermaßen schwer gemacht. Am Ende war es ein 2:0 Arbeitssieg des Rekordmeisters, der allerdings dafür sorgt, dass der Vorsprung des Tabellenführers auf die Hessen jetzt schon 10 Punkte beträgt. Ja, das die weiteren Ergebnisse. Augsburg gegen Dortmund 1:3, keine Tore im Spiel, Freiburg gegen den HSV und Düsseldorf spielt 1:1 gegen Hoffenheim. Bereits gestern gewann Mainz gegen Nürnberg 2:1, morgen dann noch Wolfsburg gegen Leverkusen, Stuttgart empfängt Hannover und Greuther Fürth hat Gladbach zu Gast. Die Tabelle.
Die Bayern weiter mit 7 Punkten Vorsprung vorne vor Schalke. Frankfurt bleibt Dritter. Dortmund auf Rang 4 geklettert vor Leverkusen und Mainz. Die zweite Hälfte noch angeführt von Freiburg. Die punktgleichen Stuttgarter und Gladbacher könnten morgen allerdings vorbeiziehen. Und auch was die Abstiegszone angeht, kann sich noch einiges tun. Wolfsburg und Greuther Fürth morgen noch im Einsatz. Nicht so der Tabellenletzte aus Augsburg. Keine Medaillen gab es heute für die deutschen Viererbob-Teams beim Weltcup-Auftakt im kanadischen Lake Placid. Vor allem die relativ schwachen Startzeiten dürften daran schuld sein, dass Manuel Machata mit seiner Besatzung als bester deutscher Bob Rang 4 belegte. Es gewann die russische Mannschaft mit Alexander Subkov an den Lenkseilen. Um einiges besser aus deutscher Sicht verlief da schon die Saisonpremiere von Maria Höfl-Riesch im finnischen Levi. Auf einem ihrer Lieblingshänge gewann die Doppel-Olympiasiegerin gleich den ersten Weltcup-Slalom dieses Winters. Erster Slalom, erster Sieg auf Maria Höfl-Riesch ist auch in dieser Saison Verlass. Bin ich mit einem guten Gefühl hergekommen und habe gehofft, dass es für mich hier gut läuft. Dass es gleich mit einem Sieg klappt, ist jetzt schon auch für mich eine positive Überraschung und ja, ich freue mich sehr. In Levi feierte sie vor 8 Jahren ihren ersten Weltcupsieg im Slalom. Heute gewann sie zum dritten Mal im finnischen Skiort nördlich des Polarkreises. Demonstrierte mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang Nervenstärke und Selbstbewusstsein. Hatte am Ende mehr als eine halbe Sekunde Vorsprung auf die zweitplatzierte Lokalmatadorin Tanja Putiainen. Nach ihrem 24. Weltcupsieg geht's nun zu den nächsten Rennen nach Aspen in die USA. Bleibt mir noch der Hinweis auf Claudia Kleinert, die die Sonnenstunden für morgen zählt, denn so viele werden es leider nicht. Um 0 Uhr melden sich die Kollegen der Tagesschau und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.